Faszination Hausboot. Kaum eine andere Wohnform ist so vielfältig wie das Leben auf schwankenden Planken. Ein Spielfeld für Individualisten. Die Mai Erika hat mir die tollste, die hübscheste, die schönste, die beste Bordfrau beschert, die ich jemals auf dieser Welt finden könnte. Es schwankt immer ein bisschen. Man kann Leinen losschmeißen, kann irgendwo hinfahren mit seinem Zuhause. Abenteuer Hausboot. Dann ist es, glaube ich, schon immer noch ein bisschen ungewöhnlich, wenn eine Frau am Steuer ist. Also die Leute schauen dann schon immer von den Brücken runter, ja, winken und freuen sich, glaube ich, auch. Ein Leben ohne festen Boden unter den Füßen. Duisburg, Ruhrort. Heute Morgen ist noch alles ruhig auf der Meidericher Schiffswerft. Seit 1898 werden hier Binnenschiffe gebaut und repariert. Daniel Rösner, Actionstar aus Alarm für Cobra 11, hat hier sein Hausboot warten lassen. Als Hauptkommissar Paul Renner lässt er es krachen. Auf seinem Hausboot geht er es dagegen ruhiger an. Obwohl das Boot schon wieder schwimmt, liegt es trocken. Der Treibstoff ist alle. Heute müssen wir das leider Gottes mit Kanistern tanken. Tankstelle dazu. Ich habe normalerweise immer so ein paar Kanister an Bord. Also man weiß nie, mir ist auch schon mal passiert, dass wir, als ich das Boot hier überführt habe von Belgien hoch, dass wir uns total verschätzt haben in der Geschwindigkeit. Ich kannte das Boot nicht und ich wusste nicht, wie schnell es fährt. Wir sind dann tatsächlich so lange gefahren. Auf dem Rhein gibt es nicht so viele Tankstellen, auf denen man, was ist es, Weißdiesel, ne? Oder Gelbdiesel, Jochen? Weißdiesel, ne? Also es gibt nicht so viele Tankstellen, auf denen man Weißdiesel tanken kann, sondern nur Heizöl oder eben Schweröl. Und das darf ich nicht tanken, oder also, ja, rechtlich darf ich das nicht tanken. Da sind wir ein bisschen in Bredouille gekommen, mit, wenn man wirklich auf dem letzten Tropfen oder eine Tankstelle erreicht. Seitdem habe ich immer ein paar Kanister an Bord. Das ist, ich muss echt sagen, ich habe nur eine Maschine an dem Schiff hier. Und ich trinke abends noch einen Schnaps immer und dann kriegt Neptun auch noch einen, damit wir immer Glück haben, dass wir nicht liegen bleiben damit. Weil auf dem Rhein möchte man tatsächlich nicht den unfreiwilligen Rückwärtsgang reinmachen müssen. Leider ist es im Tank so dunkel, dass Daniel Rösner nicht erkennen kann, wann er voll ist. Ja, normalerweise hat man immer jemand vorne sitzen, der die Tankanzeige schaut. Aber leer ein Eimer. Der ist leer. Das ist ganz gut, wenn man ein bisschen was von Maschinen versteht. Ich habe tatsächlich in meiner Jugend mal ab und zu in einer Schrauberwerkstatt auch gearbeitet. Ich habe auch in Los Angeles auch zeitweise in der Autowerkstatt gearbeitet. Ja, man muss, wenn man sich gar nicht damit auskennt, das ist halt ein bisschen schwierig, aber ich habe jetzt keine spezielle Maschinenbauerausbildung oder, das ist so learning by doing. Wenn was kaputt geht, dann muss man rausfinden, was kaputt gegangen ist und muss es reparieren. Trotzdem kommt es auch gut zusammen. Selbst ist der Mann. Mein großer Traum, mein großes Ziel ist ja, wenn ich hier in Köln irgendwann mal fertig bin, eine Weltreise zu machen mit einem Segelschiff. Ich wollte mir auch erst eigentlich ein Segelschiff kaufen, um in Köln zu liegen. Und dann ist es doch ein etwas bequemeres Motorboot gewesen, das viele große Fenster hat. Aber ich denke mal, dass da auf dieser Weltreise mit dem Segelschiff tatsächlich viele sehr aufregende Sachen passieren werden und auch Sachen, die man nicht unbedingt haben möchte. Den ganzen Dreck nicht mit reinschleifen. Klar, Schiff machen nach Rösner Art. Opa! Ein Schrubber in der Hand bedeutet eben noch lange kein Makel an der Männlichkeit. So. Leinenlos heißt es wenig später. Die Domstadt Köln ist sein Ziel. Dort macht er so lange fest, wie er in Cobra 11 den Kommissar spielt. Musik
Ein letztes akustisches Dankeschön an die Meidericher Werft von Daniel Rösner. Wunderbar, ich liebe es. Es ist immer ein bisschen aufregend, wie gesagt, der Rhein. Der ist nicht so ohne, aber ist wunderbar. Mein Schiff war jetzt einen Monat lang am Trockendock und ich konnte nicht fahren und ich konnte nicht auf dem Wasser sein und jetzt fahren wir zum ersten Mal wieder. Es fühlt sich wunderbar an. Und ich bin stolz immer auf mein Schiff. Es ist ja auch nicht mehr das Jüngste, der alte Pott. Von daher freut man sich auf jeden Fall, wenn man da ankommt. Heile! Das Ziel liegt stromaufwärts, also gegen die Strömung. Wer aber glaubt, dass es auf der Fahrt ruhig zugeht, liegt vollkommen falsch. Selbst wenn Daniel allein an Bord ist, hat er Unterhaltung. Ja, hier, Mercator. Hier wird immer schön wunderbar zugetextet von den LKW-Fahrern auf dem Rhein. Die Jungs und Mädels hier auf dem Rhein, die großen Tanker fahren und die großen Pötte. Ich bin da tatsächlich so eine kleine Wurst dagegen mit meinem Schiff. Das ist schlimmer als auf der Autobahn, das ist richtig krass. Ja, und ich bin auch das Problem ist, ich bin langsamer als sie. Und die überholen nah und die drücken einen nochmal weg. Und als ich das Boot geholt habe, war das tatsächlich in meinem jugendlichen Leichtsinn. So ein 15-Meter-Schiff, ja, gesegelt bin ich ja schon oft, peasy. Und bin dann aus Belgien geholt und bin aus dem Kanal dann in den Rhein reingefahren, also in die Waal. Und auf einmal war da halt Strömung. Und ich wusste das, aber ich wusste nicht, dass da so viel Strömung ist. Und auf einmal fuhr einfach mein Schiff und wir haben auch, im Dezember, wir fahren nachts, gar kein Problem. Auf einmal fliegen die Wal rein und das Boot geht rückwärts. 5 Schiffe kommen uns entgegen, es ist stockdunkel und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Riesenwellen an der Kaimauer. Und das war wirklich so eine kleine Ernüchterung. Seitdem habe ich echt krassen Respekt vor dem Rhein. Also jetzt geht's mittlerweile, aber das war diese eine Stunde, die wir nachts gefahren sind, das war eine der schlimmsten Erlebnisse, die von meinem Leben, glaube ich. Und ich hatte noch 3 Freunde an Bord, keine einzige Schwimmweste, nichts. Halt total fahrlässig. Wir hatten 2 Surfbretter an Bord, das war's. Ist ja nochmal gut gegangen. Schwimmwesten sind natürlich trotzdem Pflicht. Gut 70 Kilometer in die entgegengesetzte Richtung, bei Xanten am Niederrhein, ist die Industriekulisse sattgrünen Wiesen, Weiden und Feldern gewichen. Seen und alte Rheinarme runden den idyllischen Eindruck der Landschaft ab. Hier, an der sogenannten Xantener Nordsee, ist 2014 eine Hausbootanlage für Feriengäste entstanden. 10 Hausboote, jedes etwa 44 Quadratmeter groß, können Urlauber mieten und über eine eigene Steganlage betreten. Die Hausboote sind gut gebucht. An rund 180 Tagen im Jahr sind sie belegt. Hauptsächlich von Urlaubern zwischen 50 und 60 Jahren. Die Xantener Nordsee ist ein Paradies für Angler, Segler und Wasserratten aller Art. Direkt vom Hausboot ins Wasser springen zu können, ein ganz besonderes Erlebnis. Doch ein Leben auf dem Wasser bleibt für viele nur ein Traum. Es gibt einfach zu wenig hausbootgeeignete Liegeplätze in Deutschland. Außerdem sind Anschaffung und Unterhalt eines neuen Hausbootes nicht günstig. Unternehmer Sven-Uwe Sommer freut sich über die Zeit auf dem Hausboot. Wir wollten schon immer am Wasser wohnen. Aber es ist fast unmöglich. Und hier hat man die Chance, halt eben zumindest nicht am Wasser Urlaub zu machen, sondern auf dem Wasser. Das ist eigentlich so das Schöne, mal so 1-2 Wochen im Jahr hier Urlaub zu machen. Rest vermieten, mehr oder weniger. Ist das ja eine schwimmende Eigentumswohnung, die man vermietet. Ja, man geht durch das Boot, man geht ja durch die Schlafzimmer rein und man lässt so den Alltag wirklich am Steg hinter sich an Land und sieht sofort die Weite und man kommt sofort runter und ist sofort innerhalb von einigen Minuten des Urlaubs Feeling da. Also ich finde es sehr schön, wenn man einfach morgens aufwacht und ins Wasser springen kann, sich abkühlen kann. Und das ist einfach mal was anderes. Man hat direkt so eine schöne Aussicht. Ein Paradies, auch für Segler. Jedes Hausboot hier verfügt über 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten. Platz ist eben auch in der kleinsten Hütte. Mach hier fest, ne? Die 25 Quadratmeter große Terrasse ist im Sommer natürlich der beliebteste Ort.
Hier ist alles wie in einer normalen Einbauküche bei uns zu Hause. Von der Spülmaschine bis über die Mikrowelle, Backofen, Kühlschrank, Gefrierfach. Fließend heißes und kaltes Wasser. Also ist eigentlich alles da, was wir brauchen. Kein Wunder, dass Hausbooturlaub immer beliebter wird. Auf gewohnte Annehmlichkeiten muss hier niemand verzichten. Eine Woche auf so einem Hausboot kostet zwischen 635 und 1215 Euro. Wir haben zum Beispiel mit 120 Tagen Auslastung in den ersten 2-3 Jahren gerechnet und lagen schon im zweiten Jahr bei über 200 Tagen. Wir planen jetzt immer mit 180 Tagen pro Jahr. Wenn wir 180 Tage erreichen, ist die Welt in Ordnung. Ja. Wie gesagt, wir waren jetzt schon bei über 200 Tagen und der Oktober ist noch verfügbar, November, Dezember. Ja, es ist also im Prinzip noch frei. Wir haben unsere eigene Webseite. Wir fahren die Werbung aber immer weiter runter, weil wir die Kunden sowieso nicht bedienen können. Wir müssen zurzeit 95% der Anfragen ablehnen. Offensichtlich besteht also ein großes Potenzial für weitere Ferienhausboote. Der Duisburger Binnenhafen ist dagegen kein Traumziel von Touristen. Eher ein Ort für Individualisten und ein Ort für Romantiker. Sie werden morgens grundsätzlich schon mal von Enten geweckt, von Gänsen geweckt. Ja, da gibt es Fischreiher, die am Boot entlang fliegen. Es ist einfach die Natur. Es ist einfach wie so ein kleiner Schrebergarten auf dem Wasser mit einer unglaublich großen Fläche natürlich dabei. Ich glaube, keiner hat so ein Riesengrundstück wie wir letztendlich. Doch noch hängt die Mai Erika am Haken des Krans. Michael Hades hat nicht nur ein Faible für sein Hausboot, sondern auch einen grünen Daumen. Also ich habe ja jetzt nicht nur hier Pflanzen hinten an Bord, sondern eben auch oben drauf. Und ich hatte früher Bambus und ich bin da des Öfteren von der Wasserschutzpolizei angehalten worden, die mich dann gefragt haben, was das für ein Kraut wäre. Die haben es nicht als Bambus erkannt. Ich weiß nicht, was sie gedacht haben. Ich wollte diesen Kontrollen aus dem Weg gehen und habe das Pflanzenarsenal etwas geändert. Geranien sind eben über jeden Verdacht erhaben. Der Rumpf der Mai Erika wurde gewaschen, also von allen Anhaftungen befreit. Mit einem frischen Anstrich versehen, geht sie nun zurück in den Rhein. Ein schönes Spektakel für die zufälligen Nachbarn, die so beim Frühstück gut unterhalten werden. Für mich war das erst keine Faszination, weil ich komme von Südamerika, ich komme von auf dem Land draußen. Und jetzt bin ich verheiratet dort mit einem Belgier und der kommt nach hier, der ist Schiffer. Jetzt kommen wir nach Belgien, jetzt geht er auf dem Wasser. Und das war für mich was ganz Schreckliches, weil ich hatte Angst vor dem Wasser. Und dann bin ich mal ein paar Mal mitgefahren und dann hat das dann schon geklappt. Dann, ja, die Angst ist schon ein bisschen weggegangen. Und dann jetzt, weil er das gekauft hatte, dann dachte ich, ja, jetzt muss ich ja als Schiffersfrau immer mitgehen. Ich komme aus der Schifffahrt. Meine Eltern hatten früher Schiffe. Und das Wasser, das bleibt anziehen. Ich brauche das Wasser. Das ist wie Essen. Ohne Wasser, da fehlt mir einfach etwas. Dann fühle ich mich nicht komfortabel. Viel Platz ist auf der Widder nicht. Doch das Paar hat sich perfekt damit arrangiert. Schön. Und dann wird alles nach unten genommen. Na gut. Wir teilen alles miteinander. Wir helfen einander aus. Deswegen haben wir ein sehr großes sozialen Kontakt miteinander. Wir genießen den Tag. Wir machen zwischendurch, wo wir Lust drin haben. Und abends trinken wir zusammen unser Bierchen. Plaudern wir bei, wie unser Tag gewesen ist. Den Belgier, wie er sich selbst nennt, und seine südamerikanische Gefährtin Ella zieht es weiter. Zielhafen unbestimmt. Menschen, die auf dem Wasser leben, sind ein besonderer Schlagmensch. Sie lieben die Freiheit, die Natur und das nasse Element. Auch Oliver Kratz lebt an Bord eines Hausbootes, allerdings nur sporadisch. Ich würde mich nicht als Aussteiger bezeichnen, weil ich habe ja noch ein berufliches Leben, also ich arbeite auch hier. Und das geht vom Hund her allein auch nicht. Und
Ich habe zu Hause noch, ich hab noch ein Haus. Das ist eher mein Hobby, wo ich dann auch viel Zeit drauf verbringe, meine Freizeit und sowas. Im Alter könnte ich mir das auf jeden Fall vorstellen, auf ein Hausboot zu wohnen. Hätte ich das vor ein paar Jahren schon gewusst, dass ich so mit Booten, hätte ich mir vielleicht kein Haus gekauft, sondern ein größeres Boot. Also Hausboot ähnlich, alten Schlepper, wo man drauf wohnen kann. Schäferhündin Cora hat keine Angst auf dem Boot, ist für einen Landgang aber jederzeit zu haben. Derweil schippert Daniel Rösner auf seinem Boot ohne Namen weiter gegen die Strömung Richtung Köln. Der Freizeitkapitän hat inzwischen aber weiblichen Beistand erhalten. Also ich fahre normalerweise nicht mit meiner Privatkapitänin, ich nehme normalerweise Freunde mit, wenn ich denn rausfahre. Aber heute war ich bei dieser Überführung meines Schiffs ganz alleine. Und ich muss sagen, auf dem Rhein ist es echt immer ein bisschen tricky, wenn man ganz alleine fährt, vor allem mit so einem großen Schiff. Und da ist mir von der Meidericher Schiffswerft, von Herrn Wallraff, glücklicherweise diese unglaublich fähige junge Dame an die Seite gestellt worden. Und ja, die Hanna hilft mir heute, mein Boot zu überführen. Es ist immer ein ganz gutes Gefühl, dass, falls was ist, der Motor fällt aus oder was auch immer, dass man schnell zusammen agieren kann. Wenn man es alleine auf dem Rhein macht, ist es einfach, das kriegt man hin, aber es ist einfach echt gefährlich. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die Hanna heute mitfährt. Also auf dem Hausboot direkt zu leben, weiß ich nicht, ob das so mein Ding wäre. Es hat mit Sicherheit was, aber vielleicht so für einen Urlaub, aber so auf Dauer für immer, weiß ich nicht. Für das Leben auf einem Hausboot scheinen sich mehr Männer als Frauen begeistern zu können. Dabei hat es sich Daniel eigentlich ganz gemütlich gemacht. Unter Deck. Jetzt befinden wir uns im unteren Stockwerk gerade, also mein Schlafzimmer. Und hier ist mein Gästezimmer, das zeige ich jetzt. Ein Stockbett, wie man sich das so vorstellt. Also können zwei Leute haben da eigentlich ganz gut Platz. Und auf der anderen Seite gibt es das auch nochmal. Das habe ich aber zu meinem Abstellraum umfunktioniert. Kann man gerne reinschauen, aber ist halt ein Abstellraum. Für Kites, Surfbretter und so weiter. Meine kleine Bücherei, das, was man zum Lesen braucht und ein paar DVDs. Und etwas, was ich unglaublich gerne mag, das hole ich mir immer in Hamburg, ist in diesen alten, wunderschönen Seemannsflaschen richtig guten Jamaika-Rum oder der hier kommt aus Trinidad. Und es ist tatsächlich ein Zigarrenmacher in Hamburg, der noch aus alten Eichenfässern das Zeug importiert und dann in diese wunderschönen Flaschen abfüllt. Auf dem Schiff kommt es immer ganz gut. die Leute kommen sehr, sehr gerne. Man muss einfach mal ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viele werden. Das waren auch schon mal 50, 60 Leute hier drauf. Dann ist das Boot zu kurz am Untergehen. Vor allem, wenn alle auf eine Seite gehen. Und ansonsten so ein bisschen Dinnerpartys und abends ein bisschen grillen oder sowas. Das kommt schon sehr oft vorher. Auf der anderen Seite der Küche, für die Winterzeit wieder, die kommt ja jetzt bald, habe ich hier einen Ofen drauf gebaut, der tatsächlich mit Holz funktioniert. Sehr untypisch für ein Schiff. mich hat auch jeder für verrückt erklärt in meinem Hafen. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen und tatsächlich kommen des Öfteren jetzt Leute aus dem Hafen vorbei, die einfach auf dem Boot sein möchten und ein bisschen Feuer sehen möchten. Von daher, es war schwierig, das einzubauen, um auch den richtigen Abzug zu finden, aber der funktioniert tatsächlich mehr als gut. Ganz entspannt kommen die zwei ihrem Ziel Köln näher. Fest in einem Steinhaus in der Stadt zu leben, das kann Daniel Rösner sich nicht gut vorstellen. Sich unabhängig zu machen, ist aber ein Gedanke, der auch den Schauspieler reizt. Ja, also wie so ganz autark leben auf dem Schiff in der Stadt, das geht noch nicht. Ich bin dabei. Ich habe mir aber zumindest mal den Luxus gegönnt, meine eigenen Beeren zu züchten. Und das ist Himbeere, schwarze Johannisbeere. Und hier haben wir normale Johannisbeere, rote und normalerweise Brombeere. Aber ich muss leider Gottes dazu sagen, dass das Schiff jetzt 4,5 Wochen in der Werft war. Und auf der Werft wurde sich leider Gottes nicht so gut um meine Pflanzen gekümmert. Dementsprechend sehen die ein bisschen trübselig aus. Also ich muss aber ein bisschen nachschneiden. Ich habe nämlich tatsächlich einen ziemlich guten Daumen. Ich habe einen Basilikum, der wächst schon seit einem Jahr in so einem riesen Busch. Den kann ich Ihnen leider nicht zeigen, weil der in Köln gerade gebabysittet wird. Aber ich muss jetzt, wenn ich nach Köln komme, tatsächlich mich um meine Büsche ein bisschen kümmern.
dieser Busch hier mit seinen Johannisbeeren, der war dieses Jahr der absolute Wahnsinn. Und hier sehen Sie auch noch, habe ich noch Himbeeren dran. Das heißt, es gibt auch noch spätherbstliche oder spätsommerliche Himbeeren bei mir. Und ein bisschen Minze gibt's. Also ich experimentiere gerade mit den Pflanzen, die man auf so einem Boot züchten kann. Obwohl seine Sträucher nur knapp dem Verdursten entgangen sind, tragen sie für Daniel noch ein paar Früchte. Ah, die schmeckt noch sehr gut. Trotz Dürre. Es gibt auch tatsächlich jetzt Kaffee aus meiner Wahlheimat Kalifornien. Vanillenuss flavored. In der Cowboy-Kanne. Das Boot war tatsächlich gut eingerichtet, aber es sah alles aus wie vor 100 Jahren. Es war ein Teppich drin und es waren ganz schlechte Nut- und Federdecken drin. Und die Küche war auch nicht sonderlich schön. Nee, ich habe mich hier ein bisschen selbst verwirklicht, wieder mal. Und habe die Küche neu gebaut. Die ist noch nicht ganz fertig, fehlt noch ein bisschen was. Die Decken sind neu, die Böden sind neu, die ganzen Polster sind alle neu. Diesen wunderschönen Kamin habe ich eingebaut für die Winterzeit. Und eigentlich ist hier fast alles neu. Also ich muss nicht immer auf Teufel komm raus anders sein als andere Menschen. Aber was mir nicht gefällt, ist, wenn es so eine generelle Vorgabe der Gesellschaft oder von wem auch immer gibt, so muss man was Bestimmtes machen, so muss man ein Boot umbauen, so muss man ein Auto umbauen oder wie auch immer, dann bin ich immer sehr gewillt und tendiere sehr dazu, komplett das Gegenteil zu tun. Und alle haben mir gesagt, Anthrazit, dein Boot streichen, das kannst du nicht machen. Habe ich gemacht und jetzt sagen alle im Nachhinein, oh, das sieht doch super aus. Das heißt, ich habe mich hier auch an absolut nichts gehalten. Ich habe hier auch Eichenböden verlegt, das macht man normalerweise auch nicht. Und ich habe hier auch alternativ gedämmt, das machen wir auch nicht, ökologisch gedämmt. Und ich finde es total super. Es ist genau das, wie ich auch eigentlich so durchs Leben gehe. Denn ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Oder so. So. Und hier haben wir jetzt meine wahre Passion, Surfboards shapen. Einer meiner Prototypen zum Kitesurfen. Das habe ich letztes Jahr noch selber geshaped. Das ist jetzt aus Balsaholz mit Leinenfaser und mit dem ökologisch verträglichsten Epoxidharz, den es im Moment gibt. Der ist 60% ökologisch. Die restlichen 40% geht einfach noch nicht, aber da sind wir dran. Und wenn ich es hinkriege, bin ich dieses Jahr oder Anfang nächsten Jahres soweit, dass so ein Surfbrett genauso gut ist wie jedes Plastik-Surfbrett, besser. Und falls es mal verloren geht oder kaputt geht, macht es der Natur gar nichts. Freiheit, wie sie der Cobra Elfstar mag. Kopenhagen. Auch die dänische Hauptstadt verfügt über eine lebhafte Hausboot-Community. Vor allem aber sind es Schiffe und Segelboote, die an den Kaimauern festgemacht haben. Mitten in der City liegt der kleine Hafen von Rennigen Skipbro, ein Ort für Individualisten. Aus diesem alten Fahrgastschiff soll demnächst ein kleines schwimmendes Café werden. But where? Ich muss nachdenken. Wir haben jetzt Strom an Bord, aber wo nehmen wir ihn her? We have electricity on board, so where to take electricity from? Bum bum. Peter Lück hat sich den Umbau der Jungfrau Hamn vorgenommen. Im Do-it-yourself-Verfahren will er dem alten Kahn zu neuem Glanz verhelfen. This is going to be our. Das wird hoffentlich unser neues Café. Café? Hopefully. So, join me for. Folgen Sie mir. In here, we are going. Hier drin werden wir unsere Küche einrichten. Going to be a pretty tight. Es wird eine ziemlich enge Küche.
So, this is the heart of the cafe. Das ist das Herz des Cafés, der kleine Raum. Sieben Personen sollten hier drin Kaffee trinken können. Und hier ist das hintere Ende des Bootes. Hoffentlich werden die Menschen hier ihren Kaffee genießen. Und hier sind wir fast fertig. Das ist der große Raum. Tatsächlich haben wir ein Jahr lang nach einem Boot gesucht und viel im Internet recherchiert. Deshalb gab es keine großen Überraschungen. Aber natürlich muss man sich daran gewöhnen. Man kann seinen Kram nicht bei IKEA kaufen, weil es einfach nicht passt, wenn man auf einem Boot lebt. Das war dann schon eine Überraschung. Als wir auf das Boot gezogen sind, waren wir noch nicht fertig. Es gab noch viel zu tun. Wir mussten uns um Wasser, Heizung und so weiter kümmern. Das hat ein bisschen länger gedauert. Wir lebten wie auf einem Festival. Wir haben 7 Monate gebraucht, bis wir fertig waren. Es war also sehr schwierig, aber wir haben noch das hinbekommen. Pretty tough, but also we managed it. Irgendwann wird die Jungfrau Hamm wieder in alter Pracht erstrahlen. Da ist sich Peter sicher. 20 Haus und ein Gemeinschaftsboot liegen hier. Eine bunte Mischung von Individualisten. Hier gibt es wirklich viel Abwechslung. Dort ist ein Deutscher, Hartmut. Und da auch. Das ist hier also der deutsche Teil unseres kleinen Hafens. Das ist ein altes Stahlschiff aus dem Jahre 1896. Es wurde als Eisbrecher und Wannenboot benutzt. Hier lebt Peter mit seiner Gefährtin Karin. Hier leben wir. Das ist unsere Küche. Peter hat Sinn für Humor. Auf der Couch sitzt eine Puppe. Ja, this is our main room. Das ist unser Hauptraum, wo wir uns Essen kochen. Und wir halten uns sehr viel unten auf. And we pretty much live downstairs. Peter und Karin haben es sich hier gemütlich gemacht. Sie wissen, dass ihr Liegeplatz sicher ist. Viele andere Hausbootbesitzer müssen damit leben, dass ihre Liegeplätze kurzfristig gekündigt werden können. Es ist eine sehr starre Gemeinschaft, weil wir hier keinen Platz mehr für weitere Boote haben. Wir haben etwa 40 oder 50 Boote in Kopenhagen in solch festen Gemeinschaften. Alle anderen Hausboote haben nicht so einen Vertrag, wie wir ihn haben. In dieser Gruppe haben wir eine 20 Jahre laufende Pacht. Sie können also morgen sagen, ihr könnt hier nicht wohnen, aber dann haben wir noch 20 Jahre. Das ist schön, es ist einer der Vorteile dieser Community. Kopenhagen weist darauf hin, dass Interessenten sich einen Liegeplatz suchen sollten, bevor sie das Boot überhaupt kaufen. Es gibt kaum noch Platz. Anfangs war noch von 50.000 Hausbooten die Rede, aber das wird nie passieren. Jetzt sind es nur rund 50, die hier liegen. Wie ein leuchtend roter Edelstein bahnt sich die Mai Erika ihren Weg auf dem Rhein. Michael Hardes genießt es, wieder unterwegs zu sein. Sein Kumpel Markus schippert mit. Ihr Ziel ist Düsseldorf. Es war die Scheidung von seiner Frau, die Michael auf dieses Boot gebracht hat. Der Zollbeamte wollte seinen Lebensstandard halten und das Leben auf dem Boot ist günstiger als in einer Mietwohnung. Also grundsätzlich war die größte Herausforderung erstmal die Überführung von Hannover nach Düsseldorf. Ja, das Ganze war in, das Hausboot stand in Hannover. Und das war erstmal kaputt grundsätzlich. Der Motor war hinüber. Ich habe zwei nette Herren gefunden in diesem Hafen, die gesagt haben, wir sind arbeitslos.
Also du würdest uns einen Gefallen tun, wenn wir dir das Schiff reparieren können. Ja, ich sag, ihr würdet mir auch einen Gefallen tun, das wäre super. Ja, und dann haben sie das innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, haben sie mich dann irgendwann angerufen. Ich hörte am anderen Ende dieses Pöttel und wusste, das ist mein Schiff. Und das sagt, war alles gut. Ja, also verändert persönlich, ich habe es natürlich komplett gestrichen. Also das war ein relativ dunkles Holz. Das hat das Ganze etwas finster gemacht. Der Ofen ist relativ neu, also was ist neu, 2,5 Jahre jetzt etwa drin. Der vereinfacht das Leben hier an Bord natürlich ein bisschen. Hier war früher eine Sitzecke, fest eingemeißelt gewissermaßen. Die habe ich komplett rausgerissen, neu Laminat verlegt und dann einfach mein altes Sofa, was ich in der Wohnung schon immer hatte, mitgenommen. Weil man fühlt sich heimisch auf seinem Sofa. Ne? Das ist eben was Wichtiges, finde ich. Das ist eine Infrarotheizung, die per Zeitschaltuhr morgens ab 3:30 ungefähr anspringt, damit man das ganze Aufwachen hier auch bei einer Temperatur von 15 Grad ungefähr erleben kann. Sonst ist es im Winter ja weitaus kälter. Und ich habe meinen lieben Stiefvater gebeten, sich darauf zu verewigen, weil er eben früher Kunstmaler war. Ich noch nie ein Bild von ihm hatte oder habe. Ich habe gesagt, Günni, das ist deine Chance, mach das ganze Ding mal ein bisschen schöner. Und ja, er hat es getan. Weiter geht's in Richtung Düsseldorf. Immer der Nase nach. Verfahren kann man sich auf dem Fluss ja nicht. Markus, du kannst sagen, was du willst. Die Holländer grüßen immer netter als die Deutschen von der Berufsschifffahrt. Ja, winken die heftiger oder wie meinst du das jetzt? Die grüßen überhaupt. Die Deutschen grüßen gar nicht. Also? Oder meistens nicht. Ja. Michael und Markus verbindet die gleiche Leidenschaft zum Wasser. Und sie können sich aufeinander verlassen. Und so hat Markus über Michael nur Gutes zu berichten. Kümmert sich um alles. Ja, ist immer für einen da als Ansprechpartner. Wenn was kaputt ist an der Steganlage, ja, oder es braucht einer schnell einen Liegeplatz, wenn einer in Not ist, der Michael ist immer da. Die zwei verbindet eine echte Männerfreundschaft, basierend auf der Liebe zum Wasser und zu Schiffen. Das ist gewachsen von klein auf irgendwo. Ne? Man ist damit groß geworden, von klein auf an. Und ich möchte es einfach das Wasser nicht mehr missen. Ne? Also für mich ist es ein Punkt, an dem ich runterkommen kann nach der Arbeit. Ja? Und ich kann nirgendwo besser abschalten als auf dem Wasser. Michael hat nicht nur eine innige Beziehung zu seinem Boot, auch Pflanzen haben es ihm angetan. Präziser, Geranien. Wir haben auf der Hinfahrt den Wunsch von jemandem erhalten, ihn abschleppen zu können oder ihn mit nach Duisburg zu nehmen, weil er selber nicht in der Lage war, nach Duisburg zu fahren. Und da wir uns sowieso auf den Weg gemacht haben und das eine nette Person war, haben wir gesagt, Junge, wir schleppen dich ab. Dabei ist allerdings das Abschleppseil unter einem Blumenkasten gekommen und dann trieb der Blumenkasten auf einmal. Und während alle anderen gesagt haben, lass treiben, kauf dir einen neuen, nicht mit meinen Geranien, ja, die liebe ich ja über alles. Also haben wir eine große Rettungsaktion gefahren, einmal das Schiff gedreht um 180 Grad, den Blumenkasten wieder rausgeholt. Leider Gottes war das Drahtgestell untergegangen, sodass wir nur den Blumenkasten retten konnten. Aber auch Duisburg hat ein Bauhaus, von daher hängt der Blumenkasten jetzt wieder. Also wenn es wirklich so ist, dass ein Hausboot auch ein Herz hat, dann hat das Hausboot jedenfalls, glaube ich, sein Herz für mich gefunden. Also es lässt mich nie im Stich. Fernab von jeglichem Trubel bietet die sogenannte Xantana Nordsee Urlaubern vor allem Ruhe und Erholung. Sich einfach mal treiben lassen oder entspannt angeln stehen bei den Urlaubern, die sich hier ein Hausboot gemietet haben, besonders hoch im Kurs. Einfach herrlich. Ein herrliches Gefühl, einfach so direkt ins Wasser zu können, ohne vorher weit zu fahren. Wir hatten das per Zufall im Internet gefunden, haben geguckt, Floating, was ist das? Okay, das ist ja auch, denn, wenn man im Salzwasser so einfach liegen kann, das klingt ja genauso ähnlich. Und dann haben wir Hausboote gesehen, okay, wo sind denn die? Und von Aachen aus, na hier ist es nicht allzu weit. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir da mal.
und hat es offensichtlich nicht bereut. Auch wenn die Hausboote hier in enger Nachbarschaft liegen. Oh, oh Gott, ist das kalt! Auf den 44 Quadratmeter großen Hausbooten gibt es Schlafmöglichkeiten für bis zu 6 Personen. Ausgestattet sind sie mit allem Komfort, wie bei einer modernen Ferienwohnung an Land. Und bequemer als beim Campen ist es allemal. Wir sind doch wetterunabhängig. Wir müssen nicht bei Regen aufbauen, wir müssen nicht bei Regen abbauen. Und wir haben hier eigentlich den Komfort, den man auch zu Hause hat. Und die Nähe zum Wasser. Ja, also das Hausboot hat unsere Erwartungen voll und ganz erfüllt. Wir haben natürlich auch bestes Wetter dazu. Ja, das war eigentlich, vor dem Frühstück wollten wir ins Wasser springen und das können wir jetzt auch machen. Wir sind halt sehr wasserverbunden, wir kommen auch vom Wasser, wir kommen ja vom Oderhaf und sind dort groß geworden und für uns hat Urlaub immer was mit Wasser auch zu tun und ja, deswegen sind wir halt sehr froh hier. Geschirrspüler und Fernsehen sind vorhanden, WLAN auch. Freie Sicht gibt es aber nur nach vorne. Also das nächste Hausboot ist da unten. So, wir wohnen halt im Reihenhaus und daher kennen wir das so ein bisschen, dass man doch ein bisschen enger wohnt. Das stört uns eigentlich nicht. Also dadurch, dass wir hier einen Strandkorb haben, der deckt das auch so ein bisschen zu der einen Seite ab und ist es trotzdem, jeder macht so seins hier und man bekommt das wenig mit. Bei gutem Wetter können die Hausboote auf der Xantener Nordsee ihre Vorteile so richtig ausspielen. Ja, also ich könnte mir das vorstellen. Ich weiß nicht, ob meine Eltern auch wieder hierher wollen. Aber also ich würde hier noch, ich könnte hier jede Sommerferien herfahren. Vielleicht paddelt hier ein späterer Hausbootbesitzer vorbei. Düsseldorf in Sicht. Am Steg wartet schon Reni, Michaels Freundin. Michael und Markus haben ihr Ziel erreicht. Hier liegt die Mai Erika normalerweise fest. Jetzt, wo das Hausboot aber sowieso gerade unterwegs ist, nutzt Reni die Gelegenheit, für einen kleinen Ausflug an Bord zu kommen. Ich komme aus Tirol, aus den Bergen und ich bin nicht so der Wassermensch. Und als ich Michael kennengelernt habe und das Hausboot, dann war ich eigentlich sofort Feuer und Flamme. Das ist, also ich habe überhaupt keine Angst gehabt vor dem Wasser oder vor dem Hausboot oder... Es ist einfach nur herrlich. Und die ganze Gemeinschaft da im Hafen, die wir haben, die ist auch total schön. Also das sind schon sehr individuelle Menschen, ja, würde ich sagen. Genau. Man sieht halt auch, die wohnen eher auf dem Boot, anstatt in der Wohnung. Müssen in einen ganz kleinen Raum auskommen, also haben auch wenig Klamotten. Also ich bräuchte ein größeres Schiff, wenn ich jetzt wirklich auf ein Hausboot ziehen würde. Ich bin halt auch nur tageweise da. Und dann nehme ich dann immer meine Tasche mit und bringe meine Anziehsachen mit. Die Mai Erika zieht alle Blicke auf sich. Markus freut das. Dass Reni Michaels Begeisterung für sein Hausboot teilt, ist eher ungewöhnlich. Männer scheinen sich grundsätzlich leichter für Hausboote begeistern zu können. Es ist ein absoluter Glücksfall, denn Frauen, die das so mitziehen wie die Reni, die gibt es leider Gottes sehr, sehr selten. Und ich bin froh, eine von diesen fantastischen Exemplaren ergattert zu haben. Eine reicht ja auch für dich. Ja, doch. Am Thema Leben auf dem Hausboot scheiden sich die Geister. Doch wer es ausprobiert und bereit ist, Abstriche beim Thema Platz und Komfort zu machen, ist dieser Wohnform schnell verfallen. Ich kann es mir nicht vorstellen, anders zu leben als dauerhaft auf dem Hausboot. Ich möchte es im Moment nur so haben. Wer weiß, was für Lebensveränderungen es mal irgendwann gibt, aber derzeit kann ich mir nichts anderes vorstellen. Wenn ich mir so überlege, welche Hausbootbesitzer ich kenne, der ein oder andere ist schon mal ein bisschen bekloppt, vielleicht auch verrückt, aber
letztlich sind wir das alle irgendwo. Ich glaube nicht, dass sie verrückter oder, ja, also nicht verrückter sind als andere Menschen. Eigentlich nicht, nein. Frauen an Bord galten alten Seefahrern als Unglück. Michael sieht das ganz anders. Reni darf auch auf der Mai-Erika gerne mal das Steuerrad übernehmen. Wie beim Auto ist es ja auch keine Männerdomäne mehr. Also ich denke, das ist auch im Schiff so. Auch wenn wir auf Fahrt sind, dann ist es, glaube ich, schon immer noch ein bisschen ungewöhnlich, wenn eine Frau am Steuer ist. Also die Leute schauen dann schon immer von den Brücken runter und, ja, winken und freuen sich, glaube ich, auch. Schon was Besonderes, ja. Eher. Auch die schönste Ausfahrt geht dann mal zu Ende. Für das Anlegemanöver übernimmt dann aber doch wieder Michael das Ruder. Galionsfiguren schmücken eigentlich nur Segelschiffe. Aber Hausbootbesitzer machen eh, was sie wollen. Und zur Mai-Erika gibt es noch eine Geschichte. Mai-Erika wurde mir zum 35. Geburtstag von meiner Stammtischtruppe geschenkt. Mit dem Versprechen, eigentlich eine barbusige Tänzerin mir quasi zu schenken. Und ich habe es auch geglaubt. Und hinterher sollte diese Tänzerin unter meiner Bettdecke liegen und ich hätte mit ihr machen können, was ich wolle. So hat man mir das jedenfalls verkauft. Ich wollte ja gar nicht, ne? Aber ich war zumindest neugierig und habe mal nachgeschaut. Und ja, da lag sie dann unter der Bettdecke und es war natürlich eine riesige Überraschung. Im ersten Moment war ich ein bisschen enttäuscht, aber dann habe ich mich doch sehr gefreut. Die Mai-Erika hat mir die tollste, die hübscheste, die schönste, die beste Bordfrau beschert, die ich jemals auf dieser Welt finden könnte. Da ist sie! Ich habe auf Mauzi gezeigt. Daniel Rösner setzt die Heimreise nach Köln fort. Die Entscheidung, dort nicht eine Wohnung in einem festen Haus anzumieten, sondern auf ein Boot zu ziehen, lag für ihn einfach auf der Hand. Und es war für mich von Anfang an klar, dass ich definitiv nicht mitten in der Stadt in irgendeiner Wohnung wohnen kann. Weil das, also für mich ist es tatsächlich ein Gefühl, die kann die Wohnung noch so schön sein, ganz oben sein. Für mich ist es immer ein Gefühl, dass es mir den Hals ein bisschen zuschnürt. Man hat da seine Couch und seinen wunderschönen Fernseher und sein wunderschönes Bett. Und mich macht das einfach nur total wahnsinnig den ganzen Tag, weil das alles so sesshaft ist. Und ich bin immer schon Nomade gewesen, werde es auch immer bleiben. Und dann kam die Entscheidung, dieses Boot hier zu kaufen und bin seitdem mehr als glücklich und halte die Zeit in Köln auch tatsächlich richtig gut aus, weil ich eben diesen Bezug zur Freiheit, es schwankt immer ein bisschen, man kann Leinen losschmeißen, kann irgendwo hinfahren mit seinem Zuhause und für mich heißt es dadurch, dass ich nicht fest wirklich gebunden bin und dass ich nicht eingeengt bin, sondern immer noch so frei bin wie vorher. Und deswegen habe ich mich entschlossen, Vollzeit auf einem Boot zu wohnen. Schauspieler sind für mich fahrendes Volk. Dementsprechend ging das, also mit meiner Wanderlust und mit meinem Nomadendasein ging das immer sehr gut einher, weil man ist nie wirklich an, also jetzt zum ersten Mal, seitdem ich in Köln bin und eine Serie mache, aber normalerweise ist man nie an einem Ort, man ist immer nur unterwegs. Das heißt, von der Lebensart, von diesem freigeistigen Leben hat das immer sehr, sehr gut gepasst, weil ich eben nicht in meine Wohnung in München, Berlin oder wie auch immer dann wieder zurück musste, sondern ich bin halt, wenn ich irgendwo gedreht habe, dann bin ich da geblieben. Habe ich in Bergen gedreht, bin ich halt mit meinem VW-Bus da hingefahren und habe mir, wenn ich drehfrei hatte, die Berge angeschaut und habe dann da für einen Monat gelebt, dann in Berlin für einen Monat gelebt. Das hat immer super funktioniert. Und was das andere angeht, das Fernsehgeschäft. Oh, wir fahren auf jeden Fall auf der Seite von den Pöllern. Siehst du die grünen Tonnen? Da sind grüne Tonnen. Siehst du die jetzt? Da bleiben wir auf jeden Fall da. Super. Alles gut. Kannst du so sehen? Maximal 35 Kilometer schafft Rösners Boot in der Stunde. Bei einem Verbrauch von gut 10 Litern auf 100 Kilometer. Aber so schnell ist er selten unterwegs.
Die Fahne des US-Bundesstaates Kalifornien ist für Rösner mehr als nur ein Gag. Gerne würde er zurück an den Pazifik. Also ich möchte mein Heimatland niemals verleugnen. Niemals. Aber ich fühle mich tatsächlich eher als Kalifornier als Deutscher. Dementsprechend ist die kalifornische Flagge etwas größer ausgefallen. Und ich finde außerdem, sie sieht einfach, so leid es mir tut, aber sie sieht einfach echt schöner aus. Ich bin überhaupt gar kein Fan von Motorbooten, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt auch eigentlich nicht in mein Konzept, aber ich habe tatsächlich für dieses 30-Tonnen-Schiff habe ich nur einen 120 PS-Motor, der, ich glaube, 10 Liter pro Stunde verbraucht. Also es ist wirklich, weniger geht fast nicht. Das geht in Ordnung für mich. Ich fahre auch nicht so oft raus. Dann Abwasser, habe ich einen großen Abwassertank vorne. Und also Spülwasser, was ja Grauwasser heißt, geht zum Beispiel ganz normal in den Rhein. Ich verwende aber keine Spülmittel, also ich verwende nur biologisch abbaubare Spülmittel. Auch Reinigungsmittel sind alle biologisch abbaubar. Das heißt, es ist eigentlich kein Problem, wenn die ins Wasser laufen. Und hier haben wir mein kleines Schmuckstück. Das ist nämlich kein Kühlschrank, sondern mein Grill. Ein Gasgrill. Der ist tatsächlich offene Benutzung, ja. Ich hab mir einen riesen Sport draus gemacht, ganz viel Gemüse zu grillen. Und das macht tatsächlich noch mehr Spaß. Ich mache ab und zu Wild, esse ich total gerne. Das kann man super grillen. Und ansonsten, wie gesagt, unglaublich viel Gemüse mit Freunden. Aber der ist echt, jetzt im Sommer war der tatsächlich oft in Benutzung, wie man auch gerade sieht. Danke. In die Hängematte auf dem Oberdeck kann er sich natürlich nur legen, weil Hanna das Boot steuert. Oh, wunderbar. So lässt sich definitiv auf dem Rhein fahren. Man sieht unheimlich, also wenn man auch viel unterwegs ist, man sieht unglaublich viel Dreck und Müll und Leid. Und wir haben es irgendwie so ein bisschen, ist das alles aus dem Ruder gelaufen, dass die Menschen und die Umwelt und die Natur nicht mehr wirklich in Tune sind. Und ich würde es unheimlich gerne, dazu beisteuern, beziehungsweise das irgendwann sehen, dass die Menschen und die Welt, in der sie leben, wieder eins sind. Mit seinem Hausboot ist Daniel Rösner auf jeden Fall schon einmal gut mit der Natur connected.